Am Samstag, dem 26. Juni, hat sich im Bezirk Donaustadt etwas Schreckliches ereignet. Und zwar haben in der Früh zwei Passanten einen leblosen Frauenkörper entdeckt. Etwaige Reanimationsversuche blieben allerdings erfolglos. Daraufhin schalteten sie die Rettungskräfte ein. Die Einsatzkräfte, die waren natürlich sofort an Ort und Stelle und stellten den Tod der Dame fest. Es ist noch nicht klar, weshalb sie verstorben ist und ob ein Fremdverschulden auch involviert ist. Das wird allerdings noch in den laufenden Ermittlungen festgestellt. Allerdings muss man dazu sagen, dass am ganzen Körper der Frau lauter Hämatome zu verzeichnen waren und ganz viele blaue Flecken. Also es kann sich um einen weiteren Femizid handeln. Es ist allerdings nicht der erste in diesem Jahr. Das wäre mittlerweile der 9. Femizid in Österreich in diesem Jahr. Die Ermittlungen, die laufen jedenfalls noch.